Ein neues Gebäude an der Küste könnte bald Einzug in Forge of Empires halten. Der Event Hub wurde bereits auf dem Beta-Server veröffentlicht. Normalerweise mache ich noch keine Videos über ganze Features vom Beta-Server, da diese vor Live-Release oft noch angepasst werden. Und der Event Hub wäre auch nicht das erste Feature, welches wieder komplett zurückgezogen wird, bevor es überhaupt das Licht des Live-Servers erblickte. Aber ich habe ihn bereits im letzten Video zum Soccer Cup kurz erwähnt und er ist auch kein weltbewegendes Feature. Deswegen möchte ich ihn euch in diesem kurzen Video schon mal vorstellen. Der Event Hub wird ein sogenanntes Off-Grid-Gebäude. Es nimmt also keinen Platz in eurer Stadt weg, sondern befindet sich außerhalb der verfügbaren Stadtfläche an der nordwestlichen Küste. Auch wenn der Name es vermuten lässt, wird der riesige Pier zum aktuellen Stand nicht die Event-Badges ersetzen, über die sich auch hin und wieder der ein oder andere aufregt, der ein Event partout nicht spielen will. Auch konnte ich keine eigene Forschung finden, die diesen Pier freischaltet, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das naheliegendste der Fall sein wird und der auch mit der Forschung Kultivierung erscheint, welche auch Events an sich freischalten. Zusammengefasst ist der eigentliche Zweck des Event Hubs, einen Überblick über alle Events eines Jahres zu ermöglichen und wie man bei diesen abgeschlossen hat. Dabei wird der Pier einmal im Jahr ein Update erhalten, bei dem alle Events für das neue Jahr eingepflegt werden. Ihr verliert die Übersicht über die letzten Jahre aber nicht, sondern könnt über das Dropdown-Menü am oberen Rand immer wieder dahin zurückwechseln. So könnt ihr zukünftig beispielsweise vergleichen, wie ihr in unterschiedlichen Jahren bei den gleichen Events abgeschnitten habt. Wobei das jetzt eher eine Spekulation meinerseits ist. Das erste Event, wo der Hub verfügbar ist, ist nämlich noch gar nicht vorbei und zugegebenermaßen lässt sich in der offiziellen Ankündigung und im Spiel auch nichts darauf finden, dass nach Abschluss des Events dort beispielsweise aufgeführt wird, wie viele Quests man denn geschafft hatte. Aber das ist eigentlich so naheliegend, dass ich fast davon ausgehe, dass dies der Fall sein wird. Ich meine, warum sollte man denn sonst nochmal alte Events einsehen können? Oder? Zukünftige Events kann man nun aber definitiv einsehen. Zwar erstmal nur die Icons, bis das vorangegangene Event vorbei ist, aber das lässt ja schon mal viel vermuten. Und wenn das vorangegangene Event dann vorbei ist, dann sieht man, in wie vielen Tagen das nächste Event startet und wie es heißt. Yes, keine Kommentare mehr unter Event-Videos, wann das Event denn startet. Während eines Events ist der Event-Hub aktuell noch erstaunlich sinnlos und leer, dafür, dass er Event sogar im Namen trägt. Eigentlich verändert sich zuvor dem Event so gut wie nichts. Statt wann das Event startet, wird halt angezeigt, wie lange es noch läuft. Und sonst, ja, hier ein Platzhalter und da ein Platzhalter. Und sonst wird dann noch die Erweiterung für den Pier angezeigt, welchem Event freigeschaltet werden kann. Im aktuellen Soccer Cup ist das beim zweiten Meilenstein bei Quest 22 der Fall. Hat man diese Quest abgeschlossen, wird dem Event Hub die versprochene Erweiterung hinzugefügt. Diese macht jetzt euren Event Hub schöner. Mehr eigentlich nicht. Der Platzhalter da unten wurde jetzt zu einem grünen Haken, warum auch immer vorher dann 3 Punkte da waren und das nicht einfach weggelassen wurde, aber hey, ist ja noch im Beta-Stand. Und uns wird nun angezeigt, was für eine Belohnung wir erhalten. Im Falle des Soccer Cups auf dem Beta-Server ist das ein 150% Vorratsboost, der sobald das Event endet, automatisch für 5 Tage aktiviert wird. Dieser Effekt ist für alle Spieler derselbe, aber variiert von Event zu Event. Da der Pier insgesamt 6 Arme hat und für dieses Jahr 6 Events geteasert werden, gehe ich davon aus, dass die folgenden 5 Events jeweils eine Erweiterung für einen anderen Arm haben. Interessant wird es dann natürlich nächstes Jahr, da es in einem vollen Jahr natürlich eigentlich mehr als 6 Events gibt. Außerdem wurde auch noch ein anderes Aussehen des Piers selbst gespoilert. Wann man dies erhält, ist bislang nicht bekannt. Vielleicht, wenn man alle 6 Events mitgespielt und alle 6 Arme freigeschaltet hat. Es gibt auch noch weitere Grafiken, die bereits von Spielern im Beta-Forum gespoilert wurden. Darunter befinden sich zum einen alle Absperrbänder, die aktuell noch die Arme abgrenzen und die Erweiterung, die man mit den Events freischaltet. Übrigens habe ich alle bis auf die vom Soccer Cup gerade mal geblurrt, weil ich echt nicht die optischen Erweiterungen für über ein halbes Jahr spoilern möchte. Aber theoretisch wäre jetzt schon bekannt, wie der Event-Hub am Ende des Jahres aussieht, wenn man alle Events gespielt hat. Fazit: großes Gebäude, kleine Wirkung. Es wurde im Feedback-Thread des Beta-Forums bereits zuhauf kritisiert, dass der Event-Hub eigentlich zu gar nichts Nütze wäre und die einzigen Effekte, die man davon bekommt, auch noch relativ sinnlos, klein und kurz ausfallen. Meine Meinung? Na und? Schaden tut euch dieses Feature, wenn es denn kommt, definitiv nicht. Ja, für einen 150% Vorratsboost für gerade mal 5 Tage, die man sich dann noch nicht mal aussuchen kann, hätte man nicht so einen Aufriss machen müssen. Im Gesamtpaket finde ich den Pier aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ist eine schicke Erweiterung für die Stadt, die die Landschaft etwas anschaulicher macht. Man muss keine Zeit investieren, kein Geld, nix.
Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre, zeigt bitte ein paar Informationen zu den vergangenen Events im Event Hub an. Natürlich weiß ich noch nicht, ob das vielleicht sogar schon der Fall ist, aber wenn nicht, macht es auch keinen Sinn, alte Events überhaupt noch dort anzuzeigen. Ich meine, wozu eine Datenbank haben, wenn dort keine Daten enthalten sind? Mich würde aber eure Meinung zu diesem Feature interessieren. Schreibt mir diese gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie in den Feedback-Thread im Beta-Forum, den ich euch natürlich auch unten verlinkt habe. Dann hoffe ich, euch hat dieses kurze Video wieder gefallen und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, erstmal ciao.